Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute mal wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition. Und diesmal werde ich ein bisschen ein paar Twinks durchloggen und auf dem einen oder anderen Char mir ein paar Sachen holen, denn diesmal wollen wir wieder in die, ja, in das Feld der Berufe reingehen. Ich bin gerade dabei, mir alle möglichen Berufe hochzuziehen, beziehungsweise hochgezogen habe ich die meisten schon, aber ich will mir alle Rezepte sammeln für meine Collection. Und das hatte ich ja Ende BFA schon mal gemacht, und zwar auf dem Main Char. Und da gab es ja schon im einen oder anderen Video teure Rezepte kaufen. Ich glaube, ich habe für ein Rezept mal 300.000, 400.000, 500.000 Gold ausgegeben oder für mehrere teilweise auch. Und da ist einiges an Gold rausgeflogen. Und ja, jetzt bin ich so ein bisschen mehr im Account-Modus unterwegs. Heißt, ich schaue nicht nur auf Main, was ich da habe, sondern gehe so ein bisschen auch auf die Twinks. Und wenn wir jetzt hier reingucken beim Main, ne, mit, ja, hier Schmied habe ich und Lederer, da habe ich alle Rezepte. Ne? Also wenn ich hier auf nicht erlernt reingehe, da habe ich mir alles geholt und bei Lederer sieht es ja quasi genauso aus. Und jetzt möchte ich sowohl Schneider, Inschriftenkunde, Alchi, was gibt's noch alles, Bergbau, Kräuterkunde, Kirschner und wie die Berufe alle heißen, bei denen das auch machen. Jetzt habe ich aber die Problematik, dass ich in meiner Collection schon mal so ein bisschen geguckt habe. Und zwar gibt es ja auch ein paar Rezepte, die nicht mehr im Spiel sind, die rausgenommen wurden von Blizzard. Und ich spiele ja schon tatsächlich seit einer Weile, um genau zu sein, seit Mitte Classic etwa. Und ich habe auf ein paar alten Chars noch Rezepte rum, oder hatte halt auf alten Chars teilweise Berufe, wo ich die Rezepte von Classic, Burning Crusade und so weiter noch hatte, die teilweise rausgepatcht worden sind. Und jetzt habe ich die Problematik, dass diese Chars aber auf einem alten Main-Server sind, das ist Lothar, und der Server ist halt eher so ein Low-Pop-Server. Und auf dem Low-Pop-Server, da ist halt jetzt nicht so viel Stuff drauf. Deswegen wird das jetzt ein bisschen eine teure Angelegenheit. Und ich bin da ja so, na, ich würde sagen, so knappe 2 Monate schon dran, diese Berufe so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Da gibt es ja auch Daily Cooldowns, wo man dann irgendwie jeden Tag so einen Stoff herstellen kann und sowas. Also da habe ich auch schon ein bisschen Gold für ausgegeben. Und auf Lothar hatte ich ursprünglich etwa noch 1 Million Gold über. Das war nicht ganz, ich glaube es waren 9.094.000 oder irgendwie sowas. Also sagen wir einfach, wir runden es auf. Es war etwa 1 Million, die ich noch auf Lothar hatte. Und die habe ich dann rausgehauen, innerhalb von 1 Monat etwa, waren dann halt noch irgendwie so 30.000 über. Ne? Also ich habe mir da, wie gesagt, Matt-Sachen geholt. Ich muss dann auch, zum Beispiel beim Stoffchar habe ich dann halt Rezepte gehabt, wo ich mir auch Tremok hergestellt habe, was jetzt nicht unbedingt so mit dem Beruf zu tun hat, aber was, man kann es halt mit dem Beruf herstellen. Deswegen, bevor ich mir das Zeug aus dem Haar kaufe, nur stelle ich mir das her. Dann habe ich quasi Rezepte geholt, da noch die günstigeren, sagen wir es mal so. Und ich brauche dann natürlich Mats, um ein paar Sachen zu skillen. Ne? Und da war etwa 1 Million weg und dann bin ich hergegangen und hatte dann, ja, mir jetzt nochmal 3 Millionen rübergezogen. Also von hier, von Blackmore, habe ich 3 Millionen auf Lothar rüber gehandelt. Muss natürlich einen kleinen Fee zahlen. Das waren 5%, was eher der untere Bereich an Gebühren ist, die Leute verlangen. Jetzt zum Beispiel im WoW Market gibt es da die ein oder anderen, die einem quasi Gold handeln für eine kleine Gebühr. Da ich jetzt von Blackmore gehandelt habe, ne, was ein High-Pop-Server ist, zu einem Low-Pop, kriegst du es relativ günstiger. Wenn du von einem Low-Pop auf einen High-Pop-Server zahlen, dann zahlst du wahrscheinlich eher 15-20%, aber da habe ich eine relativ gute Gebühr gekriegt. 5% sind aber auch 150.000 Gold, die ich da reingelatzt habe. Im Moment habe ich auf Lothar, wie ihr seht, noch 2,4 irgendwas Millionen haben wir. Heißt, wir haben von diesen 3 Millionen auch schon wieder ein bisschen was rausgehauen. Ich würde sagen, wir hauen da jetzt noch mehr raus von dem Betrag. Also insgesamt hatte ich quasi auf Lothar mit der Gebühr zusammen 4.150.000 sein, ne? Also 1,5 Millionen sind da schon rausgeflogen, sogar ein bisschen mehr. So, ich würde sagen, wir loggen da jetzt mal um und schauen uns das jetzt mal an. Ich habe da mehrere Chars, und zwar habe ich einen Hexenmeister, mit dem habe ich Schneider und VZ, bin da auf jeden Fall aktiv. Das ist mein ursprünglicher Main tatsächlich auch gewesen, also das mein erster Char, den ich in Classic erstellt habe. Dann, gut, mit dem Schurken hier habe ich Schmied und Lederer, wie mit meinem Main. Den brauchen wir uns nicht angucken, weil da brauche ich mir keine Rezepte holen, die habe ich auf dem Main. Dann mit dem Priester, und ja, das T-Mock habe ich im Stream gemacht, fragt nicht nach, ja. Mit dem Priester habe ich Inschriftenkunde und ich glaube, der hat noch Schneider, aber Schneider ist irrelevant, weil das der Hexer hat. Dann habe ich den Magier,
Der hat, meine ich, Alchi und auch nochmal irgendeinen Zweitberuf, der irrelevant ist. Dann haben wir einmal den Shami, der hat, lass mich überlegen, der hat Juve und ich glaube Inji noch als Zweitberuf. Juve haue ich mit dem hoch und dann habe ich quasi noch den Worry, der hat Inji als Main-Beruf, wo ich das hochskill, und Juve habe ich nochmal als Zweitberuf gemacht, weil da gibt es so Daily-Quests, wo man dann irgendwie 2 Jahre lang jeden Tag eine Daily-Quest machen muss, um so Marken zu kriegen, um dann die ganzen Rezepte zu kaufen. Das dauert ewig. Ich bin am überlegen, ob ich mir noch mehr Juve-Chars mache. Zum Glück mache ich das mit dem Shami jetzt schon seit 1,5 Monaten, mit dem Worry auch schon seit ein paar Tagen, jetzt seit einer Woche oder so. Also da bin ich auf jeden Fall dran. Das wird aber noch eine Weile dauern mit den ganzen Rezepten. Gut, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal den ersten Char und gucken mal, was wir da so ein bisschen an Gold raushauen können. So, dala, den Ladebalken habe ich euch jetzt mal erspart. Der dauert bei meinen ganzen Addons ein Ticken länger, würde ich mal behaupten. Achso, was ich am Rande noch erwähnen sollte, es geht jetzt hier nicht nur ums Gold, sondern wir werden uns auch ein bisschen die Rezepte, die mir noch fehlen, anschauen. Also es ist so ein bisschen Collection-Update und Waste of Money, aber ich dachte mir, ich mache es in einem Video. Heißt, es könnte ein Ticken länger werden. Gut, das hier ist mein Hexer. Und wie ihr seht, warte, wir können das mal alles einklappen. Ich habe mit dem bereits alles auf Max, ne? Also alle Expansions. Ich hatte aber, glaube ich, bis einschließlich Draenor hatte ich das alles schon oben und die anderen habe ich jetzt halt noch geskillt, ne? War aber relativ günstig, muss ich sagen. Vor allem Shadowlands ist nicht teuer. Das Ätzende an der Angelegenheit sind eher dann die Rezepte zu farmen, vor allem die älteren, ne? Und ich könnte mal auf nicht erlernt reingucken. Jetzt klappen wir das mal alles zu. Und ihr seht, hier ist zum Beispiel Classic. Da fehlen mir gar nicht so viele. Wer weiß, wie viele Classic-Rezepte es gibt, weiß, dass das gar nicht so viele sind, die mir fehlen. Das hier, seht ihr, das sind alles Weltdrops. Oder hier, das ist von einer Quest, die ist aber auch ewig selten. Da kriegt man so eine Kiste und das ist im Endeffekt auch wie ein Weltdrop. Kann man sich auch mal Haar kaufen, ne? Und ihr seht, das sind hier Weltdrop, Weltdrop, Weltdrop. Das kannst du quasi nicht vernünftig farmen. Gut, das kriege ich von dem Timewalker-Händler. Noch wenn der ab ist, kann ich mir das holen. Aber das sind alles Weltdrop-Geschichten. Und die will ich mir mal Haar kaufen. Sind aber nicht ganz günstig. Und, warte, jetzt kann ich das mal offen lassen. In der Scherbenwelt sind es auch nochmal ein paar Rezepte. Da sind es einige in dieser Echsennarbe, was halt auch Worlddrop ist. Und was halt auch noch dabei ist, sind halt auch einige Raid- und Dungeon-Drops. Die muss ich mir halt auch mal farmen. Sind relativ selten. Da wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit drauf gehen, um den Stuff hier quasi zu farmen. Das sind halt hauptsächlich, wie ihr seht, hier Dungeons, ne? Oder halt auch Raids. Und 2 Sachen sind noch von Fraktionen, von den Sehern. Ich bin mit dem Char Aldor und ich bin am überlegen, ob ich wieder das 4. Mal von Seher auf Aldor wieder zurückswitch oder andersrum, ne? Was ich mit meinem Main X mal gemacht habe, was sehr viel Gold und Zeit kostet. Oder ob ich einfach auf einen anderen Char nochmal mit Schneider die 2 Rezepte kaufe, weil im Endeffekt mache ich es für Data for Azeroth bzw. für All the Things und das ist ja alles account-wide. Nordend sind es, glaube ich, auch nur. Ne, Nordend ist nur ein Teil, das ist auch ein Worlddrop, wie ihr seht. Cutter sind es auch ein Worlddrop und einmal auf der, ja, quasi geschmolzenen Front. Das ist so eine Cutter-Fraktion, wo man was freispielen muss. Da muss ich auch mal noch gucken, ob ich da hinkomme. Und in Kultira sind es hauptsächlich diese Raid-Items, wo ich in den Raids diesen Materialien und Blutzellen und so holen muss. Da muss ich mal in die Legion-Raids rein, ne? In die BFA-Raids suchen. Und in Shadowlands bin ich gerade hier am Ruf farmen, da brauche ich den Archivar-Kodex und Vorstoß des Todes noch und solche Geschichten, beziehungsweise da brauche ich die unvergängliche Armee. Also das sind alles Ruf-Grinds, da habe ich heute schon 2 Stunden dran verbracht, um da Ruf hoch zu grinden. So, so viel zu dem Stand hierzu. Und bei VZ habe ich bei dem Hexer auch schon quasi alle Sachen, wie ihr seht, auf Max. Und was mir da noch fehlt, ist noch weniger als beim Ding. Da sind es ein paar Rezepte hier, Worlddrops in Classic, ne, seht ihr hier. Weil hier steht Kalendor dran, also anscheinend kann das ein ganz Kalendor droppen, I don't know. In der Scherbenwelt sieht es halt ähnlich aus, ne, das ist auch diese Worlddrop-Geschichte. Oder auch Instanzen teilweise noch, ne, also da muss ich dann auch nochmal lostigern. Dann in Nordend ist es ein Nordend-Drop. Ich meine, den kann ich mir auch mal kaufen. Und dann sind es noch aus Uldua Sachen. Und das eine kriege ich sogar beim Händler, glaube ich, noch. Und das Cutter, da muss ich irgendwie eine Fraktion auf Ehrfürchtig basteln. Ich glaube, Terrasane oder wie die heißt. Da komme ich auch im Moment nicht dran. Und hier muss ich diese PvP-Marken ausgeben für Kultiras. Aber Shadowlands habe ich tatsächlich schon komplett fertig. Genau. Und jetzt vor allem für diese World Drops muss ich halt schauen, dass ich noch das ein oder andere im AH kaufe. Aber wie gesagt, das hier ist ein Low-Pop-Server und dementsprechend sind die Sachen halt scheiße teuer. Und wenn wir jetzt hier unter Rezepte reingehen, können wir einmal unter Schneider gucken.
Und ihr seht schon, günstige Rezepte habe ich gar keine drin. Also alles, was so unter 20.000 ist, habe ich eh schon über die Zeit immer rausgekauft. Und jetzt sind halt hier nur noch teure Rezepte drin. Wir haben jetzt zum Beispiel hier eins. Das kostet hier auf dem Server 27.000. Region Market Value hat es 8.000. Eigentlich dumm, das hier zu kaufen, aber es hilft halt nichts, ne? 25.000, zack. Dann haben wir hier eins, das hat Region Market Value 30.000. 27.000 hier, komm, zack. Meins. So, was haben wir da? Dann haben wir hier was für 30.000, kostet so, was für 34.000, kostet sonst 30, komm, scheiß drauf, wird gekauft, eingetütet, dann gehen wir hier weiter auf 50.000, ja, komm, eingetütet, was haben wir hier, jetzt wird's teuer, ne, jetzt wird's teuer, 100.000, da bin ich schon am Überlegen, ob ich die Rezepte kaufe, ne. Ihr seht, hier habe ich auch ein paar Sachen im Auktionshaus gehabt. Beim teilweise Farmen von Gedöns fällt ja auch immer mal wieder was ab. Dann habe ich die Sachen halt auch immer geholt. Was haben wir denn jetzt schon ausgegeben? 143.000 haben wir schon rausgeholt. Oder rausgehauen. Aber ein paar Rezepte haben wir schon. Ich bin auch ein bisschen überlegen. Da habe ich vorhin im Stream auch schon drüber gesprochen. Ob ich mir bei den ganz teuren Rezepten, die auf einem anderen Server kaufe, auf einem Hypop-Server, also bei sowas 900.600k, und die einfach rüber trans, ne? Weil da kommt der Trans mit günstiger, als wenn ich mir die Rezepte hier kaufe. Weil das hier sind jetzt noch teure Geschichten. Da haben wir jetzt einmal 107.000 für ein Rezept. Das ist jetzt das aus Silithus, was aus diesem Beutel rauskommt. Da muss man so Mobs killen und so, glaubst du, so Schriftrollen oder so holen. Und dann kann das zu einer relativ geringen Chance quasi aus dem Beutel rauskommen. Ne? Was haben wir hier? Das ist ein Burning Crusade World Drop. 150.000. Puh. Teuer. Jetzt schauen wir vielleicht erstmal weiter und zwar bei VZ rein. Bei VZ haben wir jetzt hier eins für 47.000. Ich würde sagen, das kaufen wir uns mal. Und dann haben wir hier noch eins für 90. Ich glaube, das für 90 kaufe ich mir auch noch. Aber auf 100.000 gehe ich jetzt noch nicht. Da gucke ich dann eher mal noch, ob ich es auf dem anderen Server kriege. Und an der Stelle, Silver, danke dir fürs Subscriben. So, dann lernen wir die kurz. Gut, was haben wir jetzt hier rausgehauen? Wir haben rausgehauen 282.000 und haben da jetzt auf jeden Fall wieder das ein oder andere Rezept reingeholt. Jetzt müsste es wahrscheinlich hier in Classic auch eins, wo weniger geworden sein, und Burning Crusade war, glaube ich, auch eins dabei, beziehungsweise jetzt halt, hier waren es noch zwei bei VZ, ne, aber die anderen, da kann ich dann das nächste Mal in einem Monat vielleicht nochmal gucken, vielleicht kriege ich zwischenzeitlich die anderen nochmal einen Ticken günstiger und da schauen, beziehungsweise auf einen anderen Server. Okay, dann switchen wir mal weiter zum nächsten Char, wir haben nämlich ja ein paar Berufe tatsächlich, wo wir mal gucken können. Dann sind wir auf dem nächsten Char, und zwar mein Priester. Hier habe ich jetzt mit dem, oh, ich habe nicht Schneider mit dem, ich habe Inji noch mit dem, aber hauptsächlich gucke ich halt hier wegen Inschriftenkunde auf dem Char und da habe ich schon relativ viel geholt, also ich habe auch mit dem hier, seht ihr, schon fast alles hochgeskillt, da fehlt mir noch die verheerte Küste, da muss man aber, um es weiter hochskillen zu können, mal questen, ne? Und das, die Quests habe ich schlichtweg noch nicht gemacht, aber zumindest die anderen Sachen habe ich schon auf Max und da können wir auch mal reinschauen, was mir noch fehlt. Mir fehlen noch zwei Dinger in Pandaria. Da kann man immer eine Weekly-Quest machen. Es ist random, was für eine Weekly-Quest da ist. Und da kriegt man Rezepte her. Das ist ein bisschen blöd. Ich mache die jetzt seit 3-4 Wochen, mache ich die jede Woche. Und da, teilweise kommen immer die gleichen. Ist halt nervig, ne? Dann verheerte Küste. Gut, da fehlen mir ziemlich viele. Da muss ich halt noch quasi die Quest fertig machen. Und ja, die ganzen Sachen kriegst du über alle möglichen Dropquellen. Ne? Teilweise kostet es Währung, teilweise musst du in Raids rein, sind auch viele Vantus-Runen dabei, also das wird halt einfach noch eine Farmsache mit dem Char, habe ich bis jetzt aber noch nicht tatsächlich exzessiv gemacht. Dann in Kultiras sieht es halt ähnlich aus, ne? Da habe ich schon hochgeskillt, aber hier sind es halt Vantus-Runen, ne? Da musst du auch in die Raids von BFA unter anderem rein oder du hast halt die Verträge, das sind halt die ganzen Rufsachen, ich habe halt mit dem Twink keinen Ruf in BFA gefarmt und dann sind es noch irgendwelche World Quest Gedönse, beziehungsweise hier seht ihr, braucht man halt auch oft Ruf oder es kommt sogar aus einer Paragon-Kiste raus. Also das hat alles, wenn dann mit Raids oder mit Ruf zu tun und das muss ich dann irgendwann die Tage noch mal angehen mit dem Char, aber das kann ich mir leider alles nicht im AH kaufen. Und in Shadowlands ist es halt auch, seht ihr, hier Rufsachen, Vantus-Runen in die Raids rein
Oder hier sind halt auch weitere Rufgedönse und da muss ich so nach und nach die Sachen hochfahren. Das Gute ist, soweit ich das sehe, fehlt mir nichts, was ich übers Auktionshaus kaufen kann. Ihr seht, wenn ich jetzt hier Inschriftenkunde reinklicke, gibt es nichts. Also mit dem Char können wir uns theoretisch nichts im AH kaufen. Aber ein bisschen farmen muss ich noch und ich brauche noch das ein oder andere Gold tatsächlich, um mir diese kompletten Items da hochzukaufen. Ne? Also da wird das ein oder andere noch rausgehen, vor allem halt im Dingsbereich hier in der verheerten Küste, weil diese Sachen, diese Pigmente, seht ihr, die sind halt scheiß teuer und hier ist halt kaum was drauf auf dem Server. Deswegen, da werden die ein oder anderen Hunderttausende an Gold sicher noch draufgehen. Aber das machen wir tatsächlich jetzt nicht, sondern das werde ich so ein bisschen über die Zeit machen, weil sonst wird das Video viel zu lang und das wollen wir dann eher in einem Monat oder so. Gucken wir uns das nochmal an, was ich da vielleicht ausgegeben habe. Und jetzt schauen wir uns nur die Rezepte an. Jetzt gehen wir mal als nächstes zum Magier rüber. So, da jetzt sind wir auf meinem Magier. Mit dem habe ich jetzt hier Schneider, aber gut, Schneider mache ich ja eh schon mit meinem Hexenmeister. Und ich habe einmal Alchi, ne? Und hier mache ich immer noch daily so einen Transmutations-Cooldown, dass ich da einfach, noch ein paar Rezepte krieg. Und hier sieht es nicht ganz so gut aus, ne? Bei dem bin ich noch nicht so weit. Tatsächlich, wenn wir jetzt hier durchklicken. Moment, was ich schon erlernt habe, kann ich jetzt mal kurz zeigen. Also ihr seht, hier habe ich alles soweit erlernt, bis halt auch wieder verheerte Küste, weil da muss man halt ewig durchquesten, ne? Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Und was mir noch fehlt, ihr seht, hier sind es ein paar Sachen in Classic. Das sind ein paar Transmutationsgeschichten. Das sind alles World-Drop-Sachen. Beziehungsweise hier gibt es was von dem Verkäufer, sehe ich gerade. Ah, da brauche ich die Thorium-Bruderschaft, ne? Oder Shatra brauche ich hier. Weltkreaturen. Also ein paar Sachen kann ich mir kaufen. Einige Sachen sind aber auch tatsächlich Weltbeute und die werde ich mir mal holen. Oder hier in der Scherbenwelt sind es auch sehr viele Rufsachen. Beziehungsweise auch einige Geschichten über Transmutation, was man halt dann über eine Entdeckung bekommen muss. Ne? Und da bin ich halt auch immer noch dran, dass ich die Entdeckungen mir hole. Ne? Beziehungsweise die Ruffraktion, die muss ich dann halt irgendwann mal hochfarmen. Ein paar World Drops sind hier auch dabei, die werden wir uns dann auch immer holen. Dann hier in Nordend sind es auch noch ein paar World Drops. Ne? Beziehungsweise Zonendrops sind es hier teilweise. In Kataklysmus brauche ich die Fiole der Sande. Da muss ich, glaube ich, relativ viel Archäologie machen. Also das wird eine längere Geschichte. Verheerte Küste, gut, da bin ich vom Skillen noch gar nicht weit, also da brauche ich fast nur alles, da muss ich halt wie gesagt die Quests holen. Kultiras habe ich auch noch nicht gemacht und Shadowlands habe ich jetzt mit dem angefangen hier, habe das hochgeballert, muss aber wahrscheinlich hier auch den Ruf vom Archivarkodex auf 4 basteln, Vorstoß muss ich auf Wohlwollen kriegen, dann gibt es hier die wilde Jagd, die muss ich auf respektvoll kriegen und so ein paar andere Fraktionen noch, also da ist nochmal einiges an Rufgefarme gefragt und was ätzend ist, was ich auch jetzt jeden Tag immer mache, sind diese invasiven Schlundpilze. Da gibt es 5 Rezepte, 3 habe ich schon. 1 habe ich im AH gekauft, also die kann man auch im AH kaufen, wenn man lucky ist, für 100 Gold irgendwie. Das war es auf jeden Fall wert und 2 habe ich gedroppt bekommen. Die droppen hier aber sehr scheiße und du kannst, glaube ich, 4 oder 5 Schlundpilze, die am Tag aufmachen und ich wäre so froh, wenn ich mir die alle im AH kaufen könnte. Ich würde sogar für jedes 10.000 Gold zahlen, ich sag's euch, wenn ich diesen Kack nicht immer farmen müsste, aber naja. Hier auf Lothar sieht es halt schlecht aus. Jetzt können wir mal gucken bei Alchi, was da so drin ist. Und ihr seht, die Rezepte sind auch relativ teuer, ne? Also wir haben jetzt hier 2 drin. Das eine ist für 69.000 drin, das andere ist für 78.000 drin. Gut, Region Marktwert sind jetzt hier 14.000, 18.000. Die sind total overpriced. Die unter 100k kaufe ich mir jetzt aber dennoch, also die 2. Und bei den anderen, da warte ich jetzt mal noch, vielleicht werden die günstiger, vielleicht finde ich sie auf einem anderen Server günstig und kriege die hier rüber. Aber jetzt erstmal für das holen wir uns die beiden. Und dann würde ich sagen, jetzt haben wir schon 400k rausgehauen, ne? Also da geht schon ein bisschen Kohle raus. So, dann würde ich sagen, logge ich mal weiter. Und zwar habe ich jetzt noch meinen Shami mit Juwelenschmieden. Oder Juwelenschleifen, so rum. Den hier. Und dann haben wir den Warrior noch mit Inji. Und die Sammelberufe, da bin ich noch nicht so ganz eingestiegen. Da kannst du aber auch nichts mehr Haar kaufen. Das sind alles Sachen, die du so hochskillen musst, tatsächlich. So, dann sind wir auf meinem Shami. Und bei dem habe ich hier Juwe, wie gesagt.
Und zusätzlich, was habe ich denn noch für einen Zweitberuf? Ich weiß gar nicht. Ich benutze eigentlich nur Juve mit dem. Ach, der hat auch noch Inschriftenkunde, aber das werde ich wahrscheinlich verlernen tatsächlich. Da mache ich dann wahrscheinlich nochmal Inji rein, weil die Inji braucht man viermal für die Inji-Brillen, fürs T-Mock. Das ist dann auch nochmal so eine Sache. Bei dem haue ich auch so einen Daily-Cooldown durch, um noch Rezepte zu kriegen. Jetzt können wir mal gucken, wie weit ich hier mit dem schon bin. Ihr seht schon, mit den hinteren Chars, da beißt es ein bisschen aus. Ich habe bis Draenor das Zeug oben und muss halt die letzten drei Expansions, also WOD, Legion, BFA und Shadowlands muss ich noch komplett machen, da habe ich noch gar nichts tatsächlich. Das ist auch der Stand, wo der Char halt war, ne? Bis Draenor habe ich mit denen was gemacht, da konnte man in Draenor, konnten auch die Berufe alle easy von null hochskillen, da gab es so ein Special-Ding, das gibt es jetzt leider nicht mehr, da konntest du mit Draenor-Mats von null an hochbasteln, ne? Das war ganz angenehm. Deswegen benutze ich auch die Chars, weil jetzt müsstest du ja qualvoll mit den alten Mats die Sachen wieder erneut hochskillen. Genau, jetzt gucken wir mal, was der noch braucht. Klar, Shadowlands braucht er alles. Kultiras braucht er auch alles. Ein Pferd der Insel braucht er auch alles. Ne? Da bin ich ja noch bei 0 Skill. In Classic sieht es gut aus, da brauche ich bloß zwei Sachen. Die kriegst du beide aus den... Einmal aus der Schwarzfels-Tiefen und einmal aus der Schwarzfels-Spitzen. Also das sollte eigentlich jetzt nicht so das Problem sein, die zwei Sachen zu kriegen. In der Scherbenwelt fehlen mir relativ viele Steine. Die sind aber fast alle, seht ihr, über irgendwelche Ruffraktionen. Heißt, da muss ich mir dann Ruffraktionen hochfarmen. Ein paar sind, glaube ich, auch World Drops, so wie ich es gesehen habe, oder halt auch Raid Drops. Ne, aber die allermeisten sind hier irgendwelche Ruffraktionen. Da muss ich mich halt mal hinhocken, die Fraktionen hochspielen. Oder ich warte tatsächlich auf das Burning Crusade Time Walker Event und kaufe mir dann die Sachen einfach. Ne? Wenn ich das über die Time Walker Marken hochballer, das ist, denke ich mal, eine angenehmere Sache. Aber ihr seht, das sind schon ziemlich viel... viele Items hier. Da muss ich jetzt nachher auch mal gucken, was man im AHA kaufen kann. Dann in Nordend kannst du dir eigentlich alle Sachen über so Marken holen. Und da hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich mache da immer Dailies. Und mit dem Char habe ich mittlerweile, Moment, das ist glaube ich ganz unten, 46 von diesen Symbolen, ne? Juwelier-Symbol von Dalaran. Das sind quasi die Nordend-Symbole. Und selbiges gibt es dann nochmal für Cutter. Das ist Symbol der erhabenen Juweliers, oder des erhabenen Juweliers, so rum. Und das ist das gleiche für Cutter, ne? Also sowohl Nordend kriegst du, glaube ich, 99% der Rezepte. Ich wüsste jetzt nicht... Ah, schau mal, da brauchst du ein Ehrenabzeichen. Siehst du, also fast alle Rezepte kriegst du über diese komischen Abzeichen hier. Und ein paar sind auch Drops, ne? Da muss ich mal gucken, was ich mal kaufen kann. Cutter ist dasselbe, da kriegst du halt auch über die anderen Abzeichen. Das ist halt immer eine Daily, die du, ja, wie Dailies so an sich haben, täglich machen kannst. Und da habe ich noch keine gekauft. Ich spare jetzt erstmal die Marken zusammen, kaufe mir die quasi auf einen Aufwasch, dass ich da etwa das abschätzen kann, wie viel ich noch brauche, genau. Dann Pandaria ist dieser Cooldown, den ich euch vorhin gezeigt habe. Das sieht jetzt gar nicht so viel aus, was jetzt hier noch an Dinger sind, aber das ist etwa das Zehnfache an Steinen, die es gibt. Viele brauche ich nicht mehr, kann ich quasi jeden Tag einen rauskriegen und die hier müsste ich irgendwann mal im Tal der ewigen Blüten, in diesen uralten Kundleitruhen-Farmen. Da muss ich mal gucken, wie ich an die rankomme. Dann Draenor sind es irgendwie so Quest-Sachen, ne? Das sind Entdeckungen sind es hier. Ich glaube, da musstest du irgendwie... War das nicht im... Tannan-Dschungel waren so Quests, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, da hast du die hergekriegt. Aber da müsste ich nochmal gucken, aber da ist es nicht mehr viel, ne? Also das sind es noch diese fünf Sachen. Gut, verheerte Küste, Kultiras und Ding, da muss ich nochmal komplett ran. Aber so wie ich es gehört habe, kann man die alle von Händlern bekommen, ne? Also die sollen anscheinend nicht so ätzend sein mit ewigem Cooldown und oder Marken, die man daily farmen kann, sondern die müssten gehen. Das ist nur eine Goldfrage, aber da wird sicher auch nochmal das ein oder andere an 100, 1000 beziehungsweise vielleicht auch eine Million an Gold reinfließen, schätze ich zumindest mal. Ne? Jetzt würde ich aber sagen, kaufen wir uns noch ein paar alte Rezepte, ein paar World Drops für den... Juwelier-Inschriftenkunde hätte ich jetzt fast gesagt. Juwelier, hier haben wir es. Und ihr seht, die meisten habe ich mir schon rausgekauft. Das sind jetzt hier gerade mal 6 Stück drin. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt das mal für 23.000. Dann 39 haben wir hier. Das hat sonst einen Region-Marktwert von 4.000. Scheiß drauf. Alles, was unter 100.000 ist, kaufen wir uns jetzt einfach. Da fackeln wir jetzt nicht lang rum. Zack, eingetütet. Und dann haben wir hier noch eins für... 43.000, das tüten wir auch ein. Ja, ich habe ja gemeint, Low-Pop-Server, ne? Schwierige Sache. Da hast du halt ein oder zwei Verkäufer und die setzen dann den Preis fest. Da machst du halt leider nichts. Aber dafür habe ich ja ein bisschen Gold, ne? Und dann können wir es jetzt halt auch richtig rauswasten. Gut, das haben wir noch.
sind, es müssten alles Burning Crusade Sachen sein. Vermute ich mal, genau, Burning Crusade ist das, ja. Ja, jetzt muss ich mal schauen, 3 Rezepte habt ihr gesehen, sind noch drin. Relativ teuer tatsächlich. Die waren jetzt alle für 300k. Also wahrscheinlich sind es sogar noch ein paar mehr Sachen. Die mir fehlen, aber die sind wahrscheinlich dann einfach schlichtweg nicht im Auktionshaus drin. Ach, schau mal, das sind 3 Köpfe, ne? Die Rezepte, das sind Monokel, die du hier holen kannst. Okay. Wobei, das hier ist anscheinend sogar so teuer, ne? Das ist auch auf allen Servern so teuer, so wie es aussieht. 350k. Ah, seht ihr mal. Vielleicht drauf rauslaufen, dass ich mir für die Preise die holen muss, ne? Das sind nicht nur hier auf dem Server so teuer. Die sind allgemein so teuer, auch auf dem Region Market quasi. Ja gut, aber da müsste ich mir dann noch ein bisschen Gold zusammenschicken, weil das alleine wären ja schon wieder über 1 Million Gold, die ich da raushau. Die hätte ich zwar noch auf dem Server, aber jetzt warte ich erstmal noch, ne? Eventuell kriege ich die ja vielleicht noch mal ein bisschen günstiger. Gut, dann hätten wir zum Schluss noch den Inji-Char. Ich würde sagen, da locken wir auch nochmal um. Juti, dann sind wir auf dem letzten Char. Das ist mein Ingenieur. Und ja, mit dem mache ich halt nebenbei auch noch ein bisschen hier Juve, ne? Habe ich letztens gelernt, um halt einfach diese Symbole noch zu holen. Sonst wird das halt irgendwie 2 Jahre dauern, bis ich da die kompletten Juve-Rezepte zusammenkriege. Gut, auf dem hier habe ich tatsächlich relativ wenig bis jetzt gemacht. Also fast nur gar nichts. Der ist eigentlich in dem Stadium mit... ja, mit dem ich den in Wattle oder so, nee, in Draenor gelassen habe. Beziehungsweise der hat sogar die verehrte Küste. Komisch, habe ich anscheinend das noch gemacht. Also der hat die Berufe alle hoch bis zur verehrten Küste auf Max, aber sonderlich viele Rezepte dürfte er nicht haben. Jetzt machen wir das mal zu. Also ein Classic. Oh boy, da fehlen mir halt richtig viele, wie ihr seht. Aber ihr seht ja, das sind auch einige vom Mondfest. Oh, die sind sogar alle vom Mondfest, ne? Hier Weltkreaturen, ne? Weltkreaturen. Da kann ich mir bestimmt noch einiges im Auktionshaus kaufen. Beziehungsweise auch so einiges holen. Ne? Von Quests habe ich hier gerade gesehen. Bei den anderen Chars habe ich zumindest schon mal so ein bisschen losgelegt. Vor allem beim Hexerpriester Magier war ich schon unterwegs und habe mir Rezepte geholt. Bei dem habe ich fast noch gar nichts geholt, weil ich da einfach noch nicht die Zeit für hatte. Also ihr seht, da kann ich auch einiges noch beim Berufsausbilder holen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns jetzt das ein oder andere Mal kaufen. Ne? Jetzt hier in der Scherbenwelt. Okay, da fehlt mir auch noch richtig viel. Ne? Also da habe ich noch nicht sonderlich viel geguckt. Nordend ist sogar übersichtlich, ne? Chiefs brauche ich noch. Ehrfürchtig, Vorhut der Allianz. Okay. Ich auch nicht so viel tatsächlich. Aber das kriege ich auch vom Berufsausbilder, ne? Berufsausbilder. Also das scheint zu gehen tatsächlich. Pandaria ist es auch nur eine Handvoll. Ist anscheinend auch Berufsausbilder. Okay, das ist fast, oder? Ingenieur von Pandaria, Berufsausbilder. Ja gut, das kriege ich alles von Berufsausbilder, seht ihr das? Okay, das ist ja easy. Ah, schau mal, da muss ich diesen Cooldown immer noch durchdrücken. Mondfest? Ach, Draenor ist eigentlich auch nur Händler und Mondfest. Okay, und verehrte Küste. Ah, das ist ein von der Beute. Okay, mit Inji kenne ich mich halt am wenigsten aus. Hier sind es ein paar Quests, so wie es aussieht. Okay, und die anderen, die muss ich ja komplett farmen. Also ich glaube, Inji wird gar nicht so ätzend, die Rezepte zu kriegen. Zumindest die allermeisten. Nur ätzend wird es halt, dass ich das nicht nur einmal jetzt hochskillen muss. Also gut, die letzten Dinge werden gehen. Aber ich muss das noch ein paar Mal hochskillen, weil es gibt ja immer diese Inji-Brillen. Und ich brauche die für alle verschiedenen Rüstungsklassen einmal. Also ich muss 4-mal Inji skillen und das wird sehr teuer. Aber ob ich das dann auf dem Server mache, ja, wahrscheinlich, ne, gucke ich dann auf anderen Servern nochmal. Gut, jetzt gucken wir aber wegen den Rezepten. Und zwar, wo haben wir es denn? Inji. Genau, da haben wir es. Einige hatte ich mir schon gekauft, wieder alles unter 20k. Das hier habe ich schon im Inventar liegen. Das Problem ist, es gibt einmal Goblin und Gnomen-Inji, also brauche ich da alleine schon mal 2. Und dementsprechend kann ich das auch nicht lernen. Ne? Das braucht anscheinend hier Goblin-Ingenieur und ich habe Gnomen-Ingenieur, also ja, schwierig. So, jetzt kaufen wir uns hier ein paar Rezepte. Hier haben wir schon mal Nummer 1. Ich sollte mal auch so ein bisschen gucken, wo man die herkriegt. Nicht, dass das ein Händlerrezept ist. Das ist ein Stratholm-Zonendrop. Den kaufen wir uns ganz sicher auch. Classic-Zonendrops, richtig ätzend. Dann haben wir hier eins. Das bekommen wir von Dalaran, von dem Verkäufer. Den habe ich jetzt die letzten paar Mal gecampt. Es gibt hier so einen Wurmloch-Generator. Da kannst du dich in so ein Loch in Dalaran porten, wo du nur mit diesem Port hinkommst. Dieser Händler
egal zu welcher Uhrzeit, der hat nie das Rezept da gehabt, das kaufe ich mir das einfach hier für 30k Scheiß drauf. Also das könnte ich mir von dem Händler kaufen, ne? Wahrscheinlich für ein paar Silber, aber das ist ein Riesenrotz, deswegen gebe ich da jetzt gerne Gold aus, um diesen Typen nicht mehr abfarmen zu müssen. Jetzt lerne ich die schon mal, dass ich dann nicht durcheinander komme, welche ich noch brauche. So. Das haben wir. Und dann, ich glaube, so bis 100k kaufen wir uns die Rezepte mal hoch, hätte ich gesagt. Über den anderen. Und dann können wir das nächste Mal ja nochmal gucken. Also, was haben wir denn hier? Das ist aus Gnomeregan-Drop. Das kaufen wir uns auch mal. Gnomeregan-Zonen-Drop. Dann haben wir hier nochmal Gnomeregan. Dann, was haben wir denn hier? World Drop in Burning Crusade. Das wird sich auch gekauft. Die lernen wir jetzt, weil ich habe immer die Angst, dass ich mir versehentlich zweimal dasselbe kaufe, ne? Das ist immer so ein bisschen die Geschichte. Okay. Schauen wir mal weiter. Hier haben wir nochmal 1 für 60k. Das gibt's woher? World Drop. Rezept, das werden wir uns auch kaufen. Also, World Drops kannst du quasi nicht farmen. Dann haben wir nochmal Gnomeregan. Also, ein Gnomeregan, gut, aber ne, ist klar, dass da viele Inji-Rezepte droppen. Wo haben wir das hier? Außenbereich, östliche Königreiche, vorgewirktes Verkäufer. Ah, schau mal. Da gibt es einen Verkäufer, der das verkauft. Eventuell, nee, das kaufen wir uns nicht. Da, na, schau, deswegen sollten wir mal gucken. Wahrscheinlich kriegt man das beim Verkäufer für wenige Silber. Da sollte ich vielleicht mal hingucken, ne? Und das hier sind anscheinend eh teurere Sachen. Das ist aus Düsterbrochen-Item und das auch nochmal aus Gnomeregan, ne? Gnomeregan, ist auf jeden Fall einiges. So, die zwei lernen wir jetzt noch. Okay. Dann sind es ja zumindest, was hier im Auktionshaus sind, gar nicht mehr sonderlich viele Rezepte, ne? Da sind es jetzt quasi noch drei Rezepte und das eine als Goblin-Ingenieur. Und das kann ich mir wahrscheinlich einfach da oben im Vorgebirge des Hügellands für bei dem Händler kaufen. Da muss ich mal gucken, wo der ist. Und die anderen beiden, da schaue ich dann nochmal, ne? Vielleicht kaufen wir uns die das nächste Mal oder irgendwo nochmal günstiger. Gut, jetzt würde ich sagen, guck mal nochmal, was wir an Gold haben hier auf dem Server. Wir sind jetzt runter auf 1.611.000, heißt, warte mal, jetzt nehmen wir, dass das korrekt ist. Ich könnte das natürlich auch im Kopf ausrechnen, aber wir nehmen jetzt mal den Taschenrechner. Was hatten wir gesagt? Wir hatten 1 Million zu Anfang, ne? Dann hatten wir uns 3 Millionen dazu gekauft und 150.000 waren die Gebühr. Also wir waren bei 4.150.000 und sind jetzt runter auf 1,6 Millionen, 1,611, also die 100er Stellen, ne, auf die scheißen wir jetzt einfach mal. Heißt, wir haben jetzt ausgegeben gehabt 2.593.000 bis jetzt mit dem Skillzeug. Ups, jetzt habe ich das versehentlich weggemacht. Mit dem Skillzeug. Und in der Aufnahme haben wir jetzt, was waren wir? Wir waren bei knappen 2,5, ne? Also wir haben jetzt so 800.000 bis 900.000 in der Aufnahme rausgehauen. Und davor waren es ja dann auch schon mal über 1 Million, die wir quasi rausgehauen. Aber 2,5 Millionen habe ich jetzt schon in das Berufe, Skillen, Rezepte kaufen und auch in das T-Mog craften rausgehauen. Ah, ich habe das vorhin vergessen. Mit Schneider habe ich ja einiges an T-Mog gecraftet. Das hätte ich euch auch noch zeigen können, welche T-Mog-Teile mir noch fehlen. Da wird nämlich auch nochmal viel Gold rausgehen. Ich habe in den höheren Expansions alles geholt. In Classic fehlen mir, glaube ich, 5, 6, 7 Teile noch, die ich craften will. Wird auch noch teurer, aber in Burning Crusade fehlen mir fast alle, weil hier auf dem Server, warte mal, ich kann das mal gucken. Zum Beispiel, ich gebe jetzt mal, ach nee, das ist nicht das Auktionshaus. Ich gebe jetzt mal hier Feuer ein. Feuer. Und dann, na gut, wie heißt denn das? Heißt das Urfeuer? Irgendwie sowas hieß das, ne? Ja, genau. Seht ihr? Da kostet einfach Urfeuer 3000 Gold. Und jetzt denkt ihr, ah, 3000 Gold ist nicht viel, aber ich brauche dann teilweise für ein Teil zum Craften 12 bis 20 Urfeuer, ne? Und dann brauche ich auch nochmal von dem einen Stoff 15, vom anderen Stoff 15, wo du dann nur Feuer und nur Schatten brauchst. Nur Schatten kostet dann halt auch 1000, 2000 Gold. Und dann summiert sich das halt auf. Dann brauche ich, um den Stoff zu craften, halt, ja, für einen Stoff irgendwie 5000 Gold zum Craften.
dann brauche ich aber von dem einen 15 Stoff, von dem anderen 15 Stoff, und dann brauche ich aber noch das Feuer an sich und noch ein paar andere Mats, wobei die anderen Mats dann eher unten reinfallen, aber dann brauche ich halt irgendwie 50, 60, 70, 80, 100.000, um einen Teil zu craften, und das sind halt irgendwie 50, 60, 70, 80 Teile, und dann wird's halt sauteuer, alleine weil halt diese Urfeuer, Urschatten, Ur irgendwas, ne, weil das so scheiß teuer ist. Und da bin ich schon fast im Überlegen, ob ich das selber farm. Ich könnte mir das mal hochrechnen, oder vielleicht werden wir in einem Waste of Money uns das ganze Urzeug mal im Auktionshaus kaufen und dann mal durchbredeln, aber da schätze ich, dass das alleine 1 bis 2 Millionen Gold kosten wird, wenn nicht mehr, ne, alleine diese Sachen. Also, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber das gucken wir uns dann vielleicht in einem Monat oder so an, da werde ich vielleicht dann nochmal hier ein Waste of Money Video zu dem Berufsdings machen, auf jeden Fall. Es wird nicht günstiger, das kann ich euch sagen. Gut, dann sind wir damit eigentlich soweit am Ende angekommen. Ich kann euch jetzt nochmal kurz meine Liste hier zeigen. Da hatten wir das letzte Mal ausgegeben, das war glaube ich das hier, die 960, ne, wo ich die Millionen erst hatte und dann fast alles ausgegeben hatte. Jetzt kann ich das mal abziehen, was ich hier ausgerechnet habe. Was hatten wir hier ausgerechnet? Ja gut, dass wir das jetzt... wir hatten ausgerechnet, dass wir noch... quasi ausgegeben haben 2.539.000. 2.539.000. Na gut, das war. 539. Halt, das war jetzt eine Null zu viel. So, und da ziehen wir jetzt mal die 960.000 ab. Dann kann ich jetzt in meine Tabelle eintragen: 1.579.000. So, okay, gut, das können wir schon mal abspeichern. Und ja, das ist meine quasi Goldtabelle, wo ich so ein bisschen tracke, was ich ausgegeben habe, was ich eingenommen habe. Und dass wir bloß das hier nochmal mit Zahlen drin haben. Gut, das war es jetzt soweit für das kleine Waste of Money. Nochmal hier zum Abschluss. Heißt, sprich, wir haben jetzt insgesamt 2,5 irgendwas paar zerquetschte ausgegeben für die Berufe. Wird wahrscheinlich das nächste Mal noch ein Tick mehr werden. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis dann. Ciao.